Ich bin ganz da. Roland. Erstmal ausatmen. Und? Ja, lieber Stefan, ein paar Tage vor deiner Ausstellung am Montag, 9. Mai, 19 Uhr in der Brandmeiergasse 7 bis 9. 1150 Wien. Blödsinn, 5. Bezirk. 1150? Nee, 1050. 1050 Wien. Okay. Wie fühlst du dich? Blöde Frage. Das ist noch so lange hin. Aber jetzt, wo alles hängt, ist es ganz gut. Zwei Portraits. Hier. Okay, und hier sind die Porträts alle ausgestellt? Porträts, gut. Und schon irgendwelche Präferenzen? Ja, dass möglichst viele Leute kommen und ich dann gut Party machen kann. Na okay, das ist jetzt ein bisschen sehr oberflächlich, oder? Das ist jetzt einfach zu oberflächlich. Dass viele Leute kommen und dass ich danach dann gut Party machen kann. Na, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts Scheiß ein da drauf. Fragen wir was anders. Im Zimmer mit dem Baum. Den Nackigen in der Natur. Oder? Ja, voll, du hast die totale Aufnahme ruiniert. Hier, ja, einer der Verantwortlichen von Kunstschaffen. Ja, so wollen wir die Leute sehen. Was anderes. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, was ich dich fragen soll. Okay. Du hast ja sehr viel Erfahrung schon im Ausstellungen machen. Wie ist jetzt nun deine Einschätzung zu dieser Ausstellung? Meine Einschätzung zu der Ausstellung, das ist immer schwierig. Also was natürlich schon ziemlich genial ist, das ist, wenn die Bilder aus dem Atelier rauskommen und sie dann an der Wand hängen. Also das macht schon einen anderen Eindruck. Dann war es irgendwie so, wie ich schon im Video vorher gesagt habe, dass man immer die Panik hat, zu wenig Bilder zu haben. Tatsächlich ist es jetzt so, dass echt wirklich fast alle Bilder den Platz an die Wand gefunden haben. Und es ist schon ein Wahnsinn. Also man denkt dann irgendwie so, ja, das geht sich vielleicht nicht aus oder das ist zu wenig, aber es ist trotzdem gut gehängt und also gut gehängt in dem Sinne, dass genügend Bilder sind, aber auch noch, dass die Bilder genügend Raum haben. Und das andere ist, die Paparazzi sind schon wieder da, und das andere ist, dass das ist natürlich schon irgendwie anders ausschaut, wenn die Bilder eben in so einem Zusammenhang präsentiert sind, und auch jetzt diese ganze Werkgruppe, die habe ich so in der Form noch nicht gezeigt. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Glück, Erfolg zur Vernissage. Dankeschön.